Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn ich habe für euch eine aktuelle Neuigkeit. In nächster Zeit starten hier eine neue Videoserie vom ehemaligen Waldlager Koralle, von wo aus im Zweiten Weltkrieg alle führenden U-Boote und Kriegsschiffe kommandiert wurden. Wir werden uns auf den gesamten Areal etwas näher umsehen und auf Details näher eingehen. Wir werden unter anderem den Dönitz-Hochbunker besuchen, aber auch den Tiefbunker, von wo aus das OKM damals die U-Boote direkt befehligte. Ihr werdet euch nun die Frage stellen, warum gleich eine gesamte Videoserie? Ganz einfach, wir sind auf vielerlei Details eingegangen und sind auch einer Userfrage besonders nachgegangen, die gestellt wurde. Fließt im Dönitz-Bunker noch Wasser? Wir fanden diese Frage auch sehr interessant, sind der Spur nachgegangen und ein zweites Mal in diesen Bunker hinabgestiegen und haben die Frage beantworten können. Seid gespannt, es werden sehr interessante Videos. Wir haben für diese Videoreihe auch zum ersten Mal Drohnentechnik benutzt, um eine zweite Perspektive euch zur Verfügung zu stellen. Dadurch haben sich für uns natürlich auch weitere Schnittmöglichkeiten ergeben und wir konnten ein komplett neues Videoformat aufziehen. Es gibt sehr viele Gründe, warum ich gerade an diesen Ort zurückgekehrt bin. Ich war an diesem Ort schon über 8 Mal und persönliche Gründe wie Höhenangst und Co. haben mich von vielerlei Projekten abgehalten. Um dieser Angst entgegenzuwirken, musste ich persönliche Grenzen überwinden. Dies tat ich. In dieser Videoreihe wird man oft sehen, dass ich vielerlei Grenzen brechen muss, wovor ich vorher Angst hatte. Ich würde eher sagen, es war auch keine Angst, es war eher ein Respekt. Ein Respekt vor der Höhe. Die kommende Videoreihe wird auf jeden Fall sehr interessantes Material euch zur Verfügung stellen. Davon könnt ihr ausgehen. Es gab auch katastrophale Momente, unfreiwillige Momente, aber auch Momente der Freude. Aber diese werdet ihr dann persönlich sehen, denn in wenigen Tagen wird es schon losgehen. Daher schaltet ein und seid mit dabei. Bis dahin, euer Pin. Cheers!